Hallo zusammen, ich habe heute mal wieder ein Food Diary für euch, also eigentlich erst mein zweites, aber auf jeden Fall habe ich wieder verschiedene Mahlzeiten von mir für euch gefilmt, Frühstück, Mittag und Abendessen und ich gucke mir sowas auch immer voll gern von anderen an und hoffe, ich kann euch damit ein bisschen inspirieren und euch zeigen, wie einfach es sein kann, sich vegan zu ernähren und vor allem auch, wie einfach es sein kann, sich leckeres veganes Essen selber zu machen. Dann fange ich gleich mal an mit einem One-Pot-Gericht. Hier habe ich nämlich einfach alles, was wir noch so an Gemüse da hatten, in einen Topf geschmissen und daraus ein mega leckeres Abendessen gemacht. Hierfür habe ich einfach Zwiebeln und Knoblauch im Topf angebraten und dann 2 Dosen Tomaten und 1 Dose Kokosmilch dazu gegeben. Dann kam noch dazu Porree, Mais, frischer Spinat und so getrocknetes Sojageschnetzeltes, was dann in der Flüssigkeit aufgegangen ist sozusagen. Und gewürzt habe ich das Ganze dann mit Salz und Pfeffer, Kurkuma, Paprikapulver und Curry. Das war halt ein mega einfaches Rezept, ging total schnell und man kann da einfach alles an Gemüse reintun, was man gerade noch so da hat. Als nächstes hätte ich hier eine Acai-Bowl. Da war die Grundlage gefrorene Bananen, die ich mit ein bisschen Kokosdrink, 1 Teelöffel Acai-Pulver, Maca-Pulver und gefrorenen Früchten püriert habe. Das war so eine gefrorene Beerenmischung. Das Ganze habe ich dann mit Buchweizen, Hanfsamen, Kokosflocken, Kürbiskern und so Maracuja-Würfeln getoppt. Ich liebe ja Smoothie-Bowls, weil ich finde, die kann man immer so gut variieren, also von dem, was man reintut, aber auch vom Topping her. Also man ist da echt frei und kann da zum Beispiel frische Früchte drauf tun oder auch Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus und. Dann geht's weiter mit Nudeln und zwar waren das solche Dinkelspirelli. Die Soße habe ich gemacht aus einer Dose Tomaten, in der ich auch wieder dieses Sojageschnetzelte drin gekocht habe. Dann war da drin Zwiebel, Knoblauch, frischer Spinat, Salz und Pfeffer, Paprikapulver und obendrauf waren dann noch grüne Oliven und Hefeflocken. Hefeflocken sind auch so lecker. Ich finde, die haben so einen ganz parmesanigen Geschmack irgendwie und sind halt perfekt für Nudelgerichte, finde ich. Und auch wenn man so eine selbstgemachte vegane Käsesoße machen möchte. Dann haben wir hier mal so einen selbstgemachten Saft und zwar meine absolute Lieblingskombi. Da sind drin Karotten, Orangen, Äpfel, rote Beete, Ingwer, Zitrone und das Grün der Karotten. Ich trinke solche Säfte am liebsten gleich morgens, weil ich finde, die geben einem so einen richtigen Energieschub irgendwie und man fühlt sich danach echt so gesund. Und ja, so ein selbstgemachter Saft schmeckt auch irgendwie 1000-mal besser als gekaufter. Bei den Zutaten achte ich dann immer darauf, dass die möglichst bio sind, damit man die halt auch mit der Schale entsaften kann. Als nächstes gab es dann mal eine Blumenkohl-Kartoffelsuppe und dafür habe ich einfach Blumenkohl und Kartoffeln gekocht, also logischerweise. Und dann kam da noch rein Zwiebel, Knoblauch, Apfelessig, Kurkuma, Salz und Pfeffer. Und als Topping habe ich mir dann Naturtofu mit Knoblauch, Sriracha und Senf angebraten und dann noch Hefeflocken über das Ganze gegeben. Ich esse in letzter Zeit auch irgendwie voll gerne Suppen, aber ich mag die immer lieber, wenn die so ein bisschen dickflüssiger sind und man noch so ein richtig leckeres Topping oben drauf tut. Oder was man auch machen kann, ist so Romasalatblätter zum Beispiel zum Dippen zu nehmen. Das schmeckt auch mega gut. Dann kommen wir wieder zu einem süßen Gericht und zwar einer Nice Cream Bowl. Hier habe ich einfach wieder gefrorene Bananen püriert und dann jeweils 1 Teelöffel Maca-Pulver, Weizengraspulver und Leinsamen dazu gegeben. Und als ganz besondere Geheimzutat kam dann noch eine halbe Tasse Kaffee dazu. Das hat echt mega gut geschmeckt und vor allem das Topping. Das waren nämlich Walnüsse, Datteln, Pekannüsse und Tahin. Das ist ja momentan meine absolute Lieblingskombi, also Datteln mit Tahin. Datteln sind ja so mega süß vom Geschmack und Tahin ist ja so ein bisschen nussig und ich finde, das passt einfach perfekt zusammen. So, als nächstes hatte ich hier dann mal so ein ganz einfaches Abendessen. Da habe ich mir einfach Kartoffeln in Scheiben geschnitten und dann circa eine halbe Stunde bei 180 bis 200 Grad im Ofen gebacken. Das Ganze auch ohne Öl, also die werden trotzdem knusprig. Und dazu gab es dann einfach gekochte Erbsen, Avocado und so einen selbstgemachten Dip. Den Dip habe ich mir gemacht aus Kidneybohnen, dann frischen Tomaten, rote Zwiebel, Knoblauch, getrockneten Tomaten und Apfelessig. Und gewürzt wurde das Ganze dann mit Oregano, Kurkuma, Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Zu dem Dip habe ich auch mal ein Rezeptvideo gemacht, das packe ich euch auch gerne mal in die Infobox unten rein. Dann geht's weiter mit einem Frühstück und zwar war das Porridge mit einem hammerleckeren Topping. Hierfür habe ich Dinkelflocken und Buchweizen mit der doppelten Menge an Wasser und einem Esslöffel Chiasamen gekocht und dann mit geschlossenem Deckel ziehen lassen, bis das Ganze so eine puddingartige Konsistenz bekommen hat. Als Topping habe ich dann in einem Topf Äpfel mit ein bisschen Wasser und Zimt gekocht und als die dann so ein bisschen weich geworden sind, mit Sojajoghurt, Kürbiskern, Pekannüssen und Kokosblütenzucker über den Porridge gegeben. Das Rezept ist auch echt perfekt für so ein bisschen kältere Tage und es hat mich auch total an Weihnachten erinnert, weil das Ganze halt so nach Bratapfel schmeckt.
Und dann zu guter Letzt war bei uns Brotzeit. Das Brot haben wir sogar selbst gebacken. Ich finde, dass selbstgebackenes Brot immer so viel besser schmeckt als gekauftes. Und vor allem weiß man da halt genau, was drin ist. An dem Tag gab es zum Brot dann frischen Spinat, Tomate, Gewürzgürkchen, Gurke, Avocado, Räuchertofu, Basilikum und so einen veganen Camembert. Der war von Happy Cheese und die machen den halt aus Cashewkern. Der schmeckt echt so mega lecker und vor allem total auch wie Camembert, wie ich den echt noch in Erinnerung habe. Ich tue euch den Link zu deren Online-Shop auch gerne in die Infobox. Die haben ganz viele verschiedene Sorten. Und als Aufstriche hatten wir dann noch Senf, den Dip, den ihr vorhin auch schon gesehen hattet, so einen veganen Frischkäse und Sriracha. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt vielleicht die ein oder andere Inspiration für euch mitnehmen können. Und ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr von solchen Food Diaries sehen wollt. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Videowünsche, schreibt die gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye!